Hallo und herzlich willkommen in der Hobbithek. Ich bin hier. Achso, bei Book of Unwritten Tales Teil 2. Ja, und wir machen hier weiter und müssen jetzt hier eine ganz tolle Strommaschine basteln. Und wir sehen ja schon irgendwie, der ganze Strom läuft hier zu den Ratten. Aber da kommt irgendwie hier oben auch kein. Wir müssen sicherlich irgendwas hier oben mit dem... Oh, Timmy ist da! Hallo! Hi, Timmy! Hi! Oh, was ist mit dem los? Ethel glaubt, dort unten gäbe es Monster. Aber es sind nur Zombies und Roboter, soweit ich gesehen habe. Sie scheinen sehr nett zu sein. Der Totenschädel wirft Sachen nach uns, wenn er uns sieht. Und der kleine Roboter flieht, wenn ich ihm zu nahe komme. Vielleicht kann ich sie dazu bringen, freundlicher euch gegenüber zu sein. Was ist mit Timmy los? Der war so nett und jetzt liest er hier noch. Wie es aussieht, ist die Stromversorgung zusammengebrochen. Vor 2 Tagen. Was ist geschehen? Das, was dieser Tage überall geschieht. Die kleine Van Buren hat ihren Spaß gehabt. Wir hatten den Strom vom Rollenspielgerät im Gasthaus abgezweigt. Und das gibt es nicht mehr. Das Gasthaus? Was ist mit Sloth und Grump? Denen geht es gut. Noch. Wenn sie hübsch mitspielen und die Köpfe unten halten, haben sie vielleicht eine Chance. Oh Mann. Okay. Remy wird nichts passieren. Er ist die zäheste Ratte, die ich kenne. Aber er ist ganz alleine da unten in diesem schrecklichen Loch. Vielleicht... ist es gar nicht so schrecklich. Es hat sich noch nie jemand darunter getraut, außer Onkel Remy und seinem Großvater. Das Loch ist böse. Ich wünschte, ich hätte mit ihm hinabsteigen können. Ja, wir probieren das Ganze ja noch ein bisschen zum Erleuchten. Also, ja, müssen wir ja eh machen. Ethel ist eine hervorragende Köchin, aber auch etwas speziell, oder? Total verrückt! So hätte ich es vielleicht nicht ausgedrückt. Ihr Käfig stand im Labor direkt über dem Kochtopf. Zu viele Dämpfe. Aber sie ist harmlos und die beste Alchemistin, die es gibt. Ja, wenn es so ist, Ich weiß, du willst das nicht hören, aber... kennst du einen Ausgang aus diesen Höhlen? Dutzende. Auch einen in meiner Größe? Nein. Außer natürlich das unerreichbare Loch in der Decke. Das habe ich befürchtet. Okay, dann müssen wir das Ganze halt eben so machen. Ich finde die Grafik ja toll. Also es macht Spaß einfach so. So. Im Weißkammgebirge wartet mein eigenes Bett auf mich. Es ist warm, gemütlich. Ich werde mich verkriechen und erst wieder rauskommen, wenn ich mir sicher bin, was zu tun ist. Ja, jetzt gucken wir erst mal hier. Ich glaube nicht, dass Ethel begeistert wäre, wenn ich die Kerze einfach mitnehme. Ja, das hat dich doch noch nie gestört. Ich glaube, sie schlägert auch immer noch, wenn wir hier probieren, irgendwas zu kriegen. Vielleicht, wenn ich ganz vorsichtig bin. Jetzt kommt wieder der Schlag. Tank! Au! Wenn du was zu essen willst, frag mich! Okay, wir reden mit Ethel. Hi, Ethel. Remy ist fort. Er ist in das dunkle Loch hinabgestiegen. Er ist so mutig und ganz allein im Dunkeln. Ja, du hättest ja mitgehen können. Er geht mal wieder ein großes Risiko ein. Ob das klug ist? Es liegt in der Natur des Risikos, riskant zu sein. Verrückt. Weißt du, ob es einen Weg hier hinaus gibt? Einen Gnomengröße, meine ich. So groß? Nein. Aber Monsieur de Dumas hat einen Verkleinerungsring. Er hat ihn mitgenommen. Dann wollte er wohl, dass du hier bleibst. Er kann nicht verstehen, dass ich... Vielleicht geht es mir besser, nachdem ich ein paar Wochen zu Hause war. Vielleicht, vielleicht nicht. Er bräuchte einen Freund an seiner Seite. Nicht vielleicht, nicht in Wochen. Jetzt! Hält großes Stück auf dich. Alle Ratten tun das. Dann habt ihr leider auf den Falschen gesetzt. Ja, ich würde ja gern und ich würde ja auch die Kerze da dafür mitnehmen.
Remy hätte mich hier nicht einsperren dürfen. Er hätte mich einfach gehen lassen sollen. Hat seine Gründe. Hat er immer. Ihm muss doch klar sein, dass ich, egal wie kompliziert es ist, früher oder später einen Weg hier rausfinden werde. Ich bin ziemlich gut in solchen Dingen. Vielleicht geht es genau darum. Ich... Der bringt uns wieder ans Raten. Der Eintopf riecht erstaunlich gut. Was heißt dir erstaunlich? Möchtest du eine Schüssel? Ja. Ja, klar. Tja, also... Hunger hätte ich schon. Einmal Eintopf, kommt sofort. Jawohl, wir haben einen Teller. Das schmeckt fantastisch. Kochen ist wie Alchemie, nur mit weniger Explosionen. Okay, wir haben einen Teller. Vielleicht, wenn ich ganz... Ja, das wird nicht klappen. Zack. Au! Wenn du was zu... Ja, wir... Hi, Ethel. Hast du eine Ahnung, warum es keinen Strom mehr gibt? Nein, keine Ahnung. Mag Strom nicht, mag Feuer. Ist warm und spendet Licht. Alles alchemistisch erklärbar. Strom ist wie... Magie. Okay. Ich muss weiter, Ethel. Lass dich nicht unterkriegen, mein Großer. Okay, damit können wir immer wieder was machen. Kann ich hier noch irgendwas benutzen? Nö, nee, gibt's nichts. So, hier irgendwie Bretter. Nee. Das Plakat auch nicht. Kann ich ihr den Mund vielleicht verbieten? Nein, geht auch nicht. Okay. Die leere Schüssel bringt uns auch nichts. Kann ich sie vielleicht hier einsperren als Rat? Nein, geht auch nicht. Hier knebeln, auch nicht. Okay, hier gibt's gar nichts mehr offensichtlich. Dann schauen wir noch mal rüber und gehen wieder... Haben wir hier noch irgendwas, was mir... Nein, ich lasse es lieber liegen. Auf den Tellern sind fettige Soßenreste und ich bin kein Freund des Abwaschens. Erst recht nicht, wenn ich die Sachen nicht selber schmutzig... Okay, verstanden. Klettere auf die Lore, betrachte das Kanalrohr. Was ist denn... Nimm den Keilriemen, da kommen wir nicht hin. Na, deutlich außerhalb meiner Reichweite. Okay, können wir die Bretter vielleicht irgendwie benutzen... Nee. Wenn ich... Ja. Ich könnte den Keilriemen sicher mit dem Seil erreichen. Aber ich könnte ihn nicht runterbekommen. Er hängt über so einer Art Haken. Okay. Das Holzbrett ist ungefähr 4 Gnomenschritt lang. Ich bin 1 Gnomenschritt, 2 kleine Füße und 1 dicken Daumen groß. Das reicht nicht. Ja, okay. Dann probieren wir es hier. Nein, auch nicht. Der leere Sack können wir hiermit nichts benutzen. Den Keilriemen brauchen wir sicherlich nachher, um unsere Maschine irgendwie anzutreiben. Ah! Bingo! Ich glaube, wir haben Wipper. Okay, ich mag alleine und ziemlich deprimiert sein. Aber ich bin noch nicht so weit, mich alleine auf eine Wippe zu setzen. Wir müssen irgendwas hier drauflegen. Dass wir hier hochkatapultieren können. Wir machen wieder ein Katapult. Leeres Säckchen? Nein. Habe ich irgendwas? Klebeband bringt auch nichts. Kleiner Umhang? Nee. Der Papierfliege geht auch nicht. Und die leere Schüssel bringt auch nichts. Weil ich glaube, wir haben nachher hier so ein Spiel. Opa meinte, durch das Leben in der Stadt würde ich faul und dick werden. Solche sportlichen Leistungen beweisen das Gegenteil. Okay, ich nehme an, wir brauchen den Roboter dafür.
Es kann eigentlich nicht anders sein. Also hier haben wir genügend. Kriegen wir nicht. Betrachte das Kabel. Dann gehen wir mal zurück in die eine Höhle. So, habe ich hier irgendwas? Ist hier irgendwas? Die Konstruktion sieht nicht allzu stabil aus. Andererseits sieht sie auch nicht so aus, als... Okay, kennen wir schon, haben wir schon. Kann ich hiermit irgendwas benutzen? Nee. Nee, wir brauchen den Roboter. Wo ist dieser kleine Roboter? Auch nicht. Bretter. Schüssel. Ich frage mich, wofür das Plakat sein soll. Wir gehen nochmal rüber. Ah, es ist jetzt halt wirklich alles einzeln ausprobieren. Das ist immer ein bisschen lästig natürlich. Aber ich glaube, wir brauchen den kleinen Nate. Alles hier unten ist alt, aber jedes... Okay, hatten wir schon. Die Kuckucksuhr bringt uns die was? Hallo, Gulliver. Ja, wir können wieder mit ihm reden. Hallo, Wilbur. Ich habe mit den Ratten gesprochen. Sie haben auch keinen Strom mehr. Ach ja? Sie sagen, sie hatten den Strom von der Rollenspielmaschine im Gasthaus. Irgendwas muss mit der passiert sein. Rosa! So ein Quatsch! Was soll schon damit passieren? Ich weiß... Du legst viel Hoffnung in euer Leben dort oben in Seefeld, aber... Nichts öffnet so viele Türen wie Erfolg. Vielleicht müssen wir doppelt so hart arbeiten, weil wir Zombies sind. Aber wir werden es schaffen. Wir haben jede Menge Zeit, weißt du? Vielleicht seid ihr in der Stadt nicht sicher. Ihr könntet verwandelt werden. Verwandelt? Wovon redest du? Rosa Zombie? Jemand könnte sich an eurem Aussehen stören und... etwas dagegen unternehmen. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Okay. Das haben wir soweit angeschaut. Hallo, Gulliver. Hallo, Wilbur. Fällt leider noch? Mal angenommen, ich würde einen Stromgenerator bauen wollen. Wie stelle ich das an? Stell dich nicht dumm. Bewegungsenergie in elektrische Energie umwandeln. Sowas wird euch Gnomen doch in die Wiege gelegt. Ja, ich bin nur schon so lange raus aus der Wiege. Bis dann, Gulliver. Bis dann, Wilbur. Ja, wir brauchen nur noch diese kleinen Flatterchen. Dann haben wir das eigentlich auch schon. Aber betrachte die Kabel, haben wir schon. Das Wasser haben wir auch schon. Ich brauche kein Stromkabel. Ich brauche so Holzstückchen. Das gibt's doch nicht. Dann machen wir hier nochmal. Die Uhr tickt nicht. Vermutlich kann man sie über das kleine sechseckige Loch hier vorne im Ziffernblatt aufziehen. Das ist eine der Erfindungen des kleinen... Die Maschine? Okay, das ist auch nichts. Die Dampfmaschine soll vermutlich diese seltsame Maschine gleich neben ihr antreiben. Aber es sieht so aus, als ob sie es noch nie getan hat. Irgendetwas hat den Konstrukteur aufgehalten. Ja, dann gucken wir mal, ob wir hier... Kann ich hiermit irgendwas benutzen? Nein. Klebeband? Nee, auch kein Klebeband. Nein. Eine Schüssel. Was soll ich mit der Schüssel machen? Kann ich die irgendwie vielleicht die Schüssel hier noch... Hey, ein Wasserrad. Nicht schlecht. Aber es fehlen noch ein paar Schaufeln. Oh! Ich bitte Ethel einfach noch ein paar Mal um einen Topf. Das war die Lösung. Nein! Danke. Ich kriege keinen Bissen mehr runter. Voila. 8 Schüsseln am Hamsterrad. Das muss reichen. Okay, wir haben ein Wasserrad. Wir können Strom herstellen.
So, stelle das unter den Wasserhahn. Das ist der Augenblick der Wahrheit. Alles kein Problem, wenn man sich mit Gnomenphysik auskennt. Okay, elektrisiert! Wir haben einen neuen Erfolg. Oh nein, das war jetzt natürlich... Jetzt ist hier überall wieder Licht. Er kann wieder seine Tablets herstellen. Wir reden mal mit ihm. Hallo, Gulliver. Hallo, Wilbur. Ich bin der Herr des Stroms. Wie bitte? Wir haben wieder Strom. Tatsächlich? Sieht gut aus. Wir sind wieder im Geschäft. Sobald wir das andere Problem gelöst haben, können wir die Lieferung fertig machen. Oh nein, was für noch für ein Problem? Noch ein Problem? Jorge hat vor 2 Tagen seine Bestellung geändert. Anstatt schwarz müssen die neuen Tafeln flauschig und pink sein. Nein! Flauschig und... Ach. Und nun? Es ist das Gesetz, meint Jorge. Esther sucht schon nach einer Lösung. Frag sie bitte, wie weit sie ist. In Ordnung. Aber sobald wir das Problem gelöst haben, können wir hier raus? Natürlich. Sobald wir eine Lösung haben, sind es nur noch 2, höchstens 3 Wochen und die Lieferung ist fertig. Was? 2 bis... Was? Wenn alles glatt läuft, schaffe ich 3 Tafeln am Tag. 4, wenn ich Nachtschichten einlege. Ein paar sind mehr oder weniger fertig. Jorge will 80 Stück. Ich will hier weg. Und ich will keine 3 Wochen warten. Man bekommt nicht immer alles, was man will. Vielleicht kannst du mir später beim Schneiden des Felsens helfen. Dann sparen wir vielleicht 2 Tage. Aber... Ja, und da waren sie wieder, meine 3 Probleme. Was für eine elektrisierende Folge hier am Wasserrad. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Morgen gibt es einen neuen Teil. Dann lernen wir die gute Esther wieder kennen. Und ich möchte jetzt eigentlich schon wissen, was unten in der Höhle ist. Ich hoffe, wir kommen da jetzt runter. Und können dem guten Remy ein bisschen helfen. Aber ja, Hauptsache, alle haben wieder Strom. Es geht wieder ein bisschen und... Es läuft langsam, aber natürlich das mit dem Essen und... Ah, darauf hätte man kommen sollen. Okay, bis morgen. Ciao, ciao.